Da im Hintergrund zwei absolute Highlights. Erstens den Mondsee, jetzt im Frühjahr ein absoluter Traum. Und davor, also zwischen mir und Mondsee, der VW T6.1 Multivan. Und den schauen wir uns jetzt genauer an. Wobei sich auch bei genauerer Betrachtung wenig an der Karosserie verändert hat. Vorne glänzt der Kühlergrill mehr. Ansonsten lebt der Multivan das Motto Never change a running system. Innen sieht die Sache aber anders aus. Wortwörtlich, denn das Cockpit wurde komplett neu designt, ist jetzt kantiger und moderner. Außerdem bietet es neben einem digitalen Fahrerinformationssystem auch neue Möglichkeiten der Smartphone-Integration. Die funktioniert drahtlos oder über USB Typ C. Außerdem bietet der T6.1 auch eine Haushaltssteckdose unter dem Fahrersitz. Apropos Sitz. Hoch sitzen, immer noch viel Luft über den Scheitel und ein bisschen dieses King of the Road Feeling. Ja, das ist das, was wir am Bulli so lieben. Und natürlich der Kofferraum. Viel Platz. Dennoch fährt er sich nicht wie ein Lastwagen, sondern wie ein ganz normaler Pkw. Agil. Und das ist auch das, was wir am Bulli so lieben. Viel Kofferraum also. Das charakterisiert den VW-Bus seit jeher. So ist der Multivan sogar geeignet, Transportgut, wenn es notwendig ist oder nötig ist, zu transportieren. Er hat aber auch super Platz für bis zu 7 Personen und vereint hier eigentlich Nutzfahrzeug und Personentransporter. Das findet sich auch darin wieder, dass ich ihn unter der Woche als Geschäftsmann, Geschäftsfrau nutzen kann fürs Business und am Abend oder dann am Wochenende auf Knopfdruck ein Freizeitmobil habe, in dem ich im Fall der Fälle sogar bequem übernachten kann. Man kann die Arbeit von der Freizeit trennen, man muss aber nicht. Gerade zum Arbeiten ist der schon echt leibend. Ja, aber auch für die Freizeit ist der super. Speziell für einen Unternehmerkunden ist doch interessant, dass der Multivan zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn er unternehmerisch genutzt wird. Sicher auch ein nicht unwesentlicher Vorteil in dem Fall für den Unternehmerkunden. Unternehmer, die es eilig haben, sollten sich die Motorisierung des Testwagens genauer anschauen. Wir sitzen da im Königsbulli mit dem Topmotor, 199, was soll der Geiz, fast 200 PS, Diesel, Automatik, serienmäßig genauso wie der Allrad. Ja, so macht das Spaß. Nicht nur beim Spaß, sondern auch bei der Sicherheit legt der T6.1 im Vergleich zum Vorgänger zu. Die vielen neuen Assistenzsysteme, die ermöglicht werden durch die neue elektromechanische Lenkung. Diese elektromechanische Lenkung hat jeder T6.1 und darauf aufbauend gibt es viele neue Assistenzsysteme wie den Spurhalteassistenten, wie einen Parkpilot. Zeit für ein Fazit. Er ist also ein echtes Raumwunder und Alleskönner, der VW T6.1 Multivan. Nicht umsonst das Traumauto vieler Österreicher und Österreicherinnen. Ja, und ich? Ich spüre die Frühjahrsmüdigkeit. Ich hau mich aufs Ohr, auf ein Schläfchen. Wo? Natürlich im Multivan. Kleiner Geheimtipp. PS-starke Autounterhaltung gibt's jeden Tag um 18 Uhr auf diesem Kanal. Also einfach abonnieren.